Herzlich willkommen zu AfD-TV. Wir berichten vom Bundesparteitag der AfD in Riesa. Und jetzt bei uns zu Gast im Studio ist der Landessprecher der AfD Bayern, Stefan Proschka. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, danke für die Einladung. Bitte schön, Herr Proschka. Wir haben den neuen Bundesvorstand gewählt. Sie waren jetzt 4,5 Jahre Mitglied dieses Bundesvorstands und haben nicht nochmal kandidiert. Woran lag es? Ja, ich wurde im Oktober letzten Jahres zum Landesvorsitzenden in Bayern überraschend gewählt. Und Bayern ist ein sehr großes Bundesland und zwei so große Aufgaben, wenn man sie wirklich ernst nehmen will, kann man nicht machen. Und deswegen haben wir dafür entschieden, nicht nochmal zu kandidieren. Überraschend, sagten Sie. Wie kam es dazu? Also was war der Überraschungseffekt da? Der Überraschungseffekt war, es wurde ja die ersten Wahlgänge keiner gewählt. Mhm. Es bekam keiner die Mehrheit. Ich habe ja nicht von Anfang an kandidiert. Und als dann noch im dritten Wahlgang noch keiner gewählt war, dann kamen die Leute auf mich zu und haben gesagt, Stefan, jetzt musst du machen. Ja, und dann bin ich wieder in den Ring gestiegen und habe kandidiert. Wurde dann auch im ersten Wahlgang gegen Merzger und gegen Sichert gewählt. Allerdings auch mit dem Versprechen, dass ich mich zu 100% auf Bayern konzentriere. Hm. Und Sie haben dann quasi sich durchgesetzt. Ja? Sie haben das Vertrauen bekommen. Was wollen Sie zurückgeben? Wie wollen Sie den Ihren Landesverband erfolgreich durch diesen Wahlkampf führen? Naja, wir haben Wahlkampf, gutes Stichwort. Nächstes Jahr Landtagswahlen im Oktober, Oktober 23 sind Landtagswahlen. Laut Umfragen liegen wir aktuell bei 7-10%. Wir hatten das letzte Mal ein bisschen mehr als 10%. Das ist Minimalziel. Natürlich wollen wir ein bisschen mehr haben. Aber meine Aufgabe ist natürlich klar und deutlich als gestandener Bayer, wenn der eine oder andere weiß, dass ich mit dem Hochdeutsch etwas antue, so ein typischer Bayer bin, einfach Söder anzugreifen, die Freien Wähler anzugreifen und den Leuten auch klarzumachen, dass wir die einzige Alternative auch in Bayern sind. Welche Herausforderungen gibt es denn da konkret, die jetzt vor Ihnen stehen im Wahlkampf? Naja, wir haben dort sehr großen Landesverband, wir haben das sehr flächenmäßig groß, wir haben 7 Bezirke. Es ist ja nicht wie in anderen Landesverbänden, wo eine Landesliste aufgestellt wird und wird gewählt. Wir haben ein sehr CSU-freundliches Wahlverfahren bei uns in Bayern und 7 verschiedene Bezirkslisten zur Wahl und für, ich glaube, 96 Kreise brauchen wir Direktkandidaten. Also die Aufgabe ist sehr umfangreich in einer noch kleinen Partei, mal 96 Direktkandidaten zu finden, dann die 7 verschiedenen Listen aufzustellen. Zeitgleich haben wir auch Bezirkswahl, dasselbe praktisch nochmal. Wir brauchen doppelte Direktkandidaten, 2-mal Listen. Also die Hauptaufgabe wird Ende dieses Jahres somit daran liegen, die Kandidaten zu finden, die Kandidaten aufzustellen, die Listen zu füllen mit hervorragendem Personal, das wir übrigens in Bayern massenmäßig haben. Und dann natürlich ein super Programm zu erstellen. Wir haben jetzt dann die Gründung unserer Landesprogrammkommission anstehen als nächstes. Das sind so die ersten Steps, die wir machen werden. Und natürlich dann den Bürger überzeugen davon, dass wir wirklich die einzige Alternative nicht nur in Deutschland oder für Deutschland sind, sondern auch für Bayern sind. Da liegt ja jetzt wahnsinnig viel vor Ihnen. Sie hatten auch gesagt, Sie möchten sich auf die Öffentlichkeitsarbeit fokussieren. Das machen Sie als Bundestagsabgeordnete auch sehr rege und sehr aktiv. Wie wollen Sie das auf Landesebene umsetzen? Ja. Wer mich kennt, weiß, ich habe einen relativ gut funktionierenden YouTube-Kanal auch. Mein Facebook ist nicht ganz so groß, aber ich bin ja bei Getter drin, ich bin bei TikTok. Wir müssen alle sozialen Medien eben auch nutzen, weil mit Öffentlich-Rechtlichen werden wir nicht so stark vorankommen. Wir hatten zwar, seit ich Landesvorsitzender bin, schon mal gegen die DPA vor Gericht gewonnen, aber das wird halt nicht groß publiziert, da kommst du nicht groß raus damit. Jetzt haben wir beim Bayerischen Rundfunk unseren aktuellen Fraktionsvorsitzenden das erste Mal dieses Jahres im Öffentlich-Rechtlichen. Ist aber viel Arbeit, ist viel Telefonieren, ist viel Kampf, ist viel Schimpfen. Und das ist halt meine Aufgabe. Und da werden wir aber über kurz oder lang hinkommen. Wir werden auch den Facebook-Kanal der AfD Bayern weiter ausbauen, den YouTube-Kanal weiter ausbauen, damit wir eben zumindest unsere Blase erreichen und vielleicht ein bisschen darüber hinaus mit den sozialen Medien arbeiten können. Bund und Länder hängen ja natürlich auch zusammen. Das ist alles verzahnt innerparteilich. Welche Unterstützung für den Wahlkampf würden Sie sich denn jetzt vom neu gewählten Bundesvorstand erhoffen? Naja, wir haben zum Beispiel mit Peter Böhringer einen guten Vertreter im Bundesvorstand. Wir haben einen Bayern reingebracht. Das letzte Mal hatten wir 2. Wir haben wieder gehofft, dass wir vielleicht 2 reinbekommen. Die Wähler haben anders entschieden. Ist so in Ordnung.
einfach dann Wahlkampfunterstützung. Aber ich glaube, zuerst muss jetzt einmal Niedersachsen unterstützt werden und dann Bremen und im nächsten Jahr haben wir relativ zeitgleich Hessen und Bayern. Da es auch Nachbarländer sind, dürfte es auch dem Bundesvorstand etwas leichter fallen, die Länder zu bereisen und uns natürlich dann mit ihrer Anwesenheit, mit Veranstaltungen unterstützen bei den, glaube ich, doch sehr wichtigen Wahlkämpfen beim größten Flächenland Deutschlands. Da liegt viel vor Ihrem Landesverband, aber eben auch ja, viel zu tun für unseren neuen Bundesvorstand. Ich bedanke mich für das Interview und wünsche viel Erfolg dann ja, als Landesvater Bayerns und auch für den Wahlkampf dann. Super, danke schön. Danke auch.